Auf dem Eis von der Lunds Arena ist die Swiss League Mannschaft vom EHC Visp am Trainieren. Das Team vom Trainer Yves Sarro macht gerade sein Warm-up für das Auswärtsspiel beim EHC Kloten. Dum Luca Gambergioli bleibt nur die Zuschauerrolle. Und die erlebt er mit gemischten Gefühlen. Ja, es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite sicher nicht so schön, weil man nicht dabei sein kann. Aber auf der anderen Seite ist es schön zu sehen, dass die Mannschaft wieder lebt, dass der Anschluss wieder gefunden hat. Der Bostler ist als Captain und Führungsspieler in die Saison gegangen. In seiner persönlichen Statistik sind bis heute aber nur gerade 3 Meisterschaftsmatch. Anfang Oktober erleidet er im Match gegen den HC Siders einen Kirnerschütterung. Die Tag darauf hat der Gambergioli starkes Kopfweh, Schwindelgefühl und eine verzögerte Wahrnehmung mit einem Auge. Von dieser Verletzung hat er sich auch jetzt, bald 5 Monate danach, noch nicht komplett erholt. Das ist nicht so, dass irgendjemand etwas falsch gemacht hat. Ich glaube einfach, wir sind das Ganze ein bisschen falsch angegangen. Was wir am Anfang gemacht haben, ist vor allem halt sicher Ruhe. Einfach mal weg vom ganzen Sport und einfach sich mal erholen, dass man wieder ein bisschen, ja, einfach die starken Symptome ein bisschen gesenkt werden. Und nachher natürlich hat es Untersuchungen gegeben, Halswirbelsäule, die untersucht wurde, der Schädel, der untersucht wurde, in Form von MRI-Bildern. Und ja, nachher ist eigentlich, hat man sich ein bisschen an das Return-to-Play-Programm festgehalten. Dass man einfach immer probiert, ein bisschen nach Gefühl immer wie mehr machen, bis zu dem Punkt, wo es halt nicht mehr geht und dann wieder pausiert. So ein bisschen so, aber es hat irgendwie wie ein bisschen Struktur und einen Plan gefehlt. Für den Luca Gambergioli sind die letzten Monate eine emotionale Achterbahnfahrt. Das ein oder andere Mal ist er noch dran. Er spielt sogar wieder. Für den ziemlich schnell zu merken, es geht nicht. Das sind Rückschläge, die dem 30-Jährigen zusetzen. Zeitenweise zieht er sich zurück. Trainings oder Match magst du den Gambergioli nicht anschauen. Ja, das hat einfach auch mit mir zu tun gehabt. Ich habe absolut phasenweise keine Lust gehabt, die Matches zu sehen. Keine Lust gehabt, um die Mannschaft zu sein. Weil ja, es war sehr frustrierend. Mir ist auch bewusst, dass ich in den letzten Jahren viel verletzt war. Und das ist jedes Mal ein Rückschlag. Und auch mental nicht sehr einfach gewesen. Zum Verkraften. Ich hatte Phasen, die nicht sehr schön waren, wo es mir halt nicht so gut gegangen ist. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, bin ich immer dran geblieben, habe geschafft, habe das gemacht, was ich muss machen und probiert einfach zurückzukommen. Und ich glaube, das mache ich gut. Und ich glaube auch die Leute, die mich kennen, die sehen, dass ich immer noch Lust habe, zurückzukommen und der Wille da ist. Seit dem Januar geht es jetzt endlich richtig vorwärts. Im Swiss Concussion Center zu Zürich schaut man schon Anfangsjahr den Fall von Luca Gambergioli genau an. Es wird getestet und therapiert. Seither kehren neue Übungen zu seiner täglichen Routine an. Für die Koordination, die Stabilität und die Bewegung von den Augen. Andererseits auch Übungen für das Gleichgewicht. Für die Defizite in diesem Bereich nah bis nah einen Weg zu verkommen. Am Anfang man denkt, wenn man so die Übungen anschaut, dass das nicht irgendwie etwas Spezielles oder Verrücktes ist, aber sie sind schon anstrengend, vor allem die Sachen mit den Augen, man muss sich konzentrieren und das ist schon anspruchsvoll und anstrengend für den Kopf und auch die ganzen Balance-Geschichten sind auch nicht immer so easy, aber mit der Zeit finde ich, geht es immer wieder besser und es sind sicher gute Übungen, ja. Für den Luca Gambergioli sind die Übungen ein wichtiges Element auf seinem Weg zurück. Ja, vor allem merke ich, dass ich Struktur habe, dass ich einen Plan habe, dass ich Übungen habe, die das Ganze verbessern. Und ich merke extrem, wie ich die Übungen besser machen kann und immer wie mehr symptomfrei bin. Und jetzt bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich wirklich sage, im Alltag merke ich gar nichts, off-eyes merke ich gar nichts mehr. Die nächste Herausforderung, euch auf mich langsam wieder den Tritt finden. Es ist ein Drahtosten, ein Abwägen von Belastung und Regeneration. Nach der kurzen Einheit auf dem Eis spürt der Verteidiger immer noch leichte Beschwerden. Es braucht Geduld. Und gleich stellt sich natürlich die Frage nach dem Comeback. Es ist eine Frage, die man irgendwie nicht so recht beantworten kann, weil vor allem bezüglich auf diese Saison, der Ärztin haben das eigentlich auch gut erklärt. Ich glaube, ihr Ziel mit der Therapie ist, mich so weit wieder herzubringen,
dass ich symptomfrei bin. Und dann gilt es natürlich nochmal zusammenzuhocken und schauen, wie gross ist der Rückstand, wie viel fehlt, um wirklich ins Spielgeschehen eingreifen und auch noch helfen können. Das sind ein bisschen Sachen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt zum Thema werden. Für die Saison schwierig zu sagen. Ich glaube, momentan ist einfach der Weg ist Ziel und es braucht so lange es braucht. Aber ich bin mir sicher, dass ich wieder mit Hockey spiele irgendwann. Wenn, das kann ich heute nicht beantworten. Nach der schwierigen Zeit schaut Luca Campagioli jetzt wieder zuversichtlich auf seine sportliche Zukunft.